Städte für die Campers. Hier vom heute, am Ende steht es 4-0, aber eigentlich ist das nicht die richtige Gabe von der Spiele. Ihr habt gut gekämpft. Ja, das kann ich bestätigen. Also wir sind eigentlich mit uns zufrieden. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Dass es am Ende 4-0 steht, ist natürlich schade, aber wir sind mit uns zufrieden, so wie wir gespielt haben und dass wir alles reingehauen haben. Und, ja. Bayern ist dann wohl eine Mannschaft, da wird ja jeder kleine Fehler unbedingt abgestraft und die machen da ein Tor aus. Definitiv, wir wussten, dass es ein extrem schweres Spiel wird und jeder kleinste Fehler bestraft wird. Deshalb war von uns einfach viel Disziplin gefordert und wenn man dann vier kleine Fehler macht, werden die sofort bestraft und dann steht es halt am Ende 4-0. Aber wir sind trotzdem zufrieden, so wie wir es gemacht haben und umgesetzt haben. Und, ja. Bayern spielt eigentlich diese Saison eine riesige Saison, wenn du es vergleichst mit vergangenes Jahr. Das denke ich, da sollt ihr ganz stolz drauf sein, nicht? Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr stolz auf das, was wir diese Saison geleistet haben und sind sehr zufrieden mit uns. Und, genau. Was denkst du oder was meinst du, fehlt noch, um noch einen Schritt höher zu setzen mit dieser Mannschaft? Wir haben zwischendurch immer noch mal Spiele dabei, wo uns die Konstanz fehlt und wo wir einfach zu viele eigene Fehler machen. Das müssen wir in der nächsten Saison auf jeden Fall abstellen, dass wir die Konstanz hochhalten und unsere eigenen Fehler vermeiden. Letzte Frage, es gibt noch ein Spiel in Sand. Es wird ein Kämpfspiel, das habt ihr als Bayer Leverkusen gern. Und sowieso, Sand braucht noch Punkte, also es wird ein interessantes Spiel. Definitiv, wir wissen, dass auch das wieder ein schweres Spiel wird. Sand braucht, wie gesagt, noch Punkte, um die Liga zu halten. Und da ist es nie einfach, gegen den Abstiegskandidaten zu spielen, das wissen wir. Aber wir werden wieder alles reinhauen, um die drei Punkte dann mitzunehmen. Okay, dann würde ich sagen, mach ein gutes Spiel davon und genieße das weitere Wochenende. Dankeschön, danke. Danke.